Hallo, liebe Solopreneure, hier ist die Charlie. Das Video ist gerade ausgeschaltet. Ich hoffe, es ist wieder angegangen. Check das gleich. Ja, sieht gut aus. Und zwar in dem heutigen Video geht es um das Thema das Geheimnis von entspannten Erfolg. Und ich bin hier in Italien und zwar dort, wo ich ein kleines Ferienhaus habe, seit 3 Jahren vermiete ich das. Und ich habe gedacht, ich fange mit einer Geschichte von letzter Woche, denn wir hatten letzte Woche hier ein Business Retreat und zwar ein Business Retreat zusammen mit meinen Jahresprogrammkunden. Es nennt sich Thrive. Und wir waren genau hier in dieser Küche draußen auf der Terrasse die ganzen 3 Tage. Und es war eine unglaubliche, entspannende Erfahrung. Und eine der Teilnehmerinnen hat zu mir nach dem Retreat gesagt, boah, Shalia, das war nicht nur erkenntnisreich, sondern ich habe noch entspannt erlebt. Das wünsche ich mir auch öfters in meinem Leben, in meinem Business. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist für dich auch möglich. Und sie hat zu mir gesagt, ja, sollten wir vielleicht darüber reden in unserem nächsten Coaching, denn ich habe ja ein anderes Business-Thema. Ich habe auch andere Kunden, also Business-Kunden. Wir schauen, ob das überhaupt geht. Ich drehe ein Video heute dazu, weil ich dir sagen möchte, was ich auch meine Kundin gesagt habe. Für dich ist das absolut möglich, entspannt zu arbeiten in jedem Augenblick und entspannten Erfolg zu erleben. Also wir müssen nicht immer mit dem Gefühl rausgehen, total gearbeitet zu haben am Ende eines Business-Tags. Im Gegenteil, man kann von dem völlig aufgefühlt fühlen, energetisch erholt. Und ich habe gedacht, ich sage dir, wie mein Weg ausgesehen hat. Und vielleicht kennst du darin wieder eventuell. Und zwar, ich bin eine Art von Overachieverin in meinem ganzen Leben gewesen. Es fing an irgendwann mal mit der Universität an und ich habe immer den Anspruch an mir selbst gehabt, dass ich während des Unterrichts eine gute Antwort abgebe. Ich rede nur, wenn ich was Gescheites zu sagen habe, wenn es gut wirkt bei den anderen. Ich habe den Anspruch gehabt, wenn ich eine Paper schreibe, dass ich eine 1 bekomme oder so mindestens eine 1,5, sagen wir mal. Und ich habe mich unglaublich angestrengt zu haben, um diesen guten Eindruck zu hinterlassen. Und so schlitterte ich auch in das Berufsleben mit dieser Overachiever-Attitude und wollte immer in das, was ich tue, herausragend sein. Ich wollte strahlen, ich wollte gut wirken vor meinen Kunden und vor meinen Mitarbeitern. Ich wollte was darstellen, ich wollte kompetent wirken und so weiter und so fort. Natürlich habe ich das ebenfalls in meine Selbstständigkeit übernommen und ich war im Inneren immer in diesem Gefühl von leisten zu wollen, also wirklich eine gute Leistung zu erbringen in meinen Coaching-Sitzungen, eine gute Leistung zu erbringen, wenn ich ein Marketing-Video drehe, eine gute Leistung zu erbringen, wenn ich einen Vortrag halte und. Und zwar, mein ganzer Respekt lag auf dieses Leistung, auf dieses Thema Leistung und auch auf die Anerkennung in außen, dass es so ist, dass ich jemand bin, der leistungsfähig ist. Und vor einigen Jahren habe ich begonnen, mich auf einen neuen Weg zu begeben in Richtung mehr entspannten Erfolg und habe mich begonnen, mit den 3 Principles zu beschäftigen, Mind, Consciousness und Thought, und habe mir einige neue Coaches und Mentoren und Ausbildungen auf diesem Weg gebucht, um mich da zu unterstützen auf diesem Weg. Und ich kann mich erinnern, das erste 3-Piece-Coaching, das ich hatte mit Nicola Bird zurück, ich glaube, das war Anfang 2015, wo ich gemerkt habe, höher, schneller, weiter kann es nicht sein. Es muss was anderes geben. Es muss ein lebendigeres, kreativeres, entspannteres Leben als Solopreneurin geben. Haben wir uns auf den Weg gebracht. Eine der ersten
drinnen mit Nicola war, dass ich meinen Kalender aufgemacht habe. Ich glaube, wir waren auf Skype und ich habe ihr gezeigt, wie voll mein Terminkalender war mit Kunden und Podcast-Interviews und Kooperationspartnern. Und ich habe zu ihr gesagt, wir müssen hier etwas anderes ändern. Ich habe viel zu viel los, viel zu viel auf meinem Teller. Vor allem habe ich viel zu viele Coachings. Vielleicht müssen wir meine Pakete nur angehen und verändern. Und Nicola hat etwas zu mir gesagt, was mich auf eine Reise genommen hat in Richtung des heutigen Daseins, wo das alles so viel, viel, viel entspannter geht. Und sie hat gesagt, Shelia, es ist nicht die Anzahl von Coachings oder Termine, die du in deinem Kalender hast, die dich unentspannt sein lassen, die dich gestresst fühlen lassen. Sie sagte zu mir auf Englisch, weil wir haben auch auf Englisch gesprochen miteinander, it's the way you're showing up. Es ist die Art und Weise, wie du auftauchst zu diesen Terminen. Es ist die Art und Weise, wie du auftauchst zu diesen Coachings. Und ich konnte damals überhaupt nicht mit dem verbinden, was sie meinte. Und weil das für mich so ein blinden Fleck war, haben wir bestimmt ein ganzes Jahr lang in Richtung 2016 immer wieder über das Thema geredet, beziehungsweise sie hat mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es so ist, dass ich komme zu diesen Terminen mit einer Haltung, die mich stresst und nicht, dass das im Außen zuständig ist. Aber egal wie oft sie das gesagt hat, egal wie oft sie darauf hingewiesen hat, ich habe es nicht kapiert, ich habe es nicht gesehen, ich habe nicht verstanden, was sie genau meint. Und in 2016 habe ich eine weiterbildende Coaching-Maßnahme gemacht in den USA mit Michael Neal, meinem jetzigen Mentor, und zwar in seiner Supercoach Academy. Und ich bin von Frankfurt nach Los Angeles geflogen. Und wir hatten eine wunderschöne Seminar-Location am Venice Beach, direkt an der Promenade, am Strand. Wir hatten ein kleines Airbnb-Haus gemietet zusammen, ich und drei anderen Europäerinnen. Gesagt haben, okay, wir Europäer müssen zusammenhalten, obwohl ich als Amerikanerin nicht ganz dazu gehöre. Und ich weiß noch ganz genau, das war die erste oder die dritte Woche im Januar. Und ich habe mich bewusst entschieden, dass ich meinen Rechner nicht mitnehme während dieser Ausbildungswoche, damit ich ja nicht auf die Versuchung komme, dazwischen E-Mails zu lesen oder was konzipieren. Im Innen eingestellt auf diese Reise, dass ich dort in Venice Beach auftauche, dass ich alles aufsauge. Das war, glaube ich, mein erklärtes Ziel. Ich sauge alles auf. Diese neue Denkweisen, diese Ausbildung, die anderen Kollegen in der Ausbildung, den Strand, den Blick in der Nachbarschaft, meine europäischen Freundinnen, die ich dort getroffen habe. Ich war in Aufsaugmodus. Und so bin ich angekommen in den USA, total gut gelaunt. Und jeden Tag bin ich aufgestanden und alles fühlte sich total entspannt an. Wir haben Jetlag gehabt, aus Europa kommen und sind irgendwie um 5 Uhr in der Früh immer aufgestanden. Die Ausbildung ging um 10 Uhr los, hatten wir gefühlt nicht nur fünf ganze Stunden, die wir mit Quatschen und Whole Foods besuchen und Frühstück machen und uns gut gehen lassen, sondern es hat sich wirklich angefühlt, als hätte ein Leben stattgefunden, bevor die Ausbildung überhaupt begonnen hat. Und auch dort war ich einfach im Hören, im Präsenzsein, in Aufsaugen von allem, was so entspannt. Ich kam zurück aus dieser Woche und hatte just kurz danach ein weiteres Coaching mit der Nicola. Wir waren kurz fast am Ende von unserem Jahresprogramm, was ich bei ihr gebucht hatte. Und ich bin dann wieder wie in diese Termine reingesaugt. So hat es für mich angefühlt. Und ich habe wieder begonnen, mich bei ihr zu beschweren, mich auszulassen, dass ich zu viele Coaching-Termine habe. Ich muss reduzieren, ich muss meine Coachings Pakete verändern, dass ich irgendwie weniger zu tun habe und so weiter. Und wieder kam Nicola und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht um die Termine im Außen geht, sondern dass es um die Haltung im Innen geht. Und dieses Mal hat sie das Beispiel genommen, weil sie zugehört hatte, während ich über Venice Beach gesprochen habe. Sie hat zugehört, wie entspannt ich dort war und welche Haltung ich hingegangen bin. Und sie hat gesagt, Shelia, hältst du es für möglich,
dass, so wie du diese Woche in Venice Beach erlebt hast, dass es für dich möglich ist, dein Geschäft jeden Tag so zu erleben. Und ich habe skeptisch hingeguckt in die Kamera, wir waren bestimmt auf Skype, und ich habe gesagt, ja, nicht wirklich, kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil das ist quasi Urlaub mit Ausbildung mit eingebaut. Und sie haben mich eingeladen, hinzuschauen, mit welcher Haltung ich diesen Urlaub, Ausbildungsurlaub angegangen bin und welche Haltung ich mein Geschäft mache. Und was ich sehen konnte, ist, dass ich in die Coachings reingegangen bin mit der Absicht, meinen Kunden zu helfen, meinen Kunden Wichtiges auf den Weg zu geben, ein transformierendes Erlebnis zu ermöglichen. Ich bin reingegangen in die Coachings mit der Idee, sie haben mir viel Geld gezahlt, also muss ich auch viel leisten. Und so zog sich das durch alle Tätigkeiten in meinem Geschäft. Es hat immer mit diesem Druck, den ich mir selbst auferlegt habe, zu leisten. Und wenn ich in Venice Beach geguckt habe, war mein Respekt in dem Zusammenhang, nutze ich ein schöneres Wort als Aufsaugen, Präsenz. Präsenz zu sein für den Augenblick, Präsenz zu sein im Hier und Jetzt, so präsent zu sein, dass ich nichts verpasse, dass ich jede Welle am Venice Beach mitbekomme, jeder Vogel, jeder bunter menschlicher Vogel, der vorbei skatet dort, das sind auch jede Menge Vögel dort, verrückte Vögel. Und dann habe ich es endlich geschnallt und gesehen, was die Nicole mir sagen wollte. Und es ging nicht über Nacht. Es war ein Prozess von 2016 bis jetzt. Aber was ich gesehen habe, ist tief gegangen. Und ich habe begonnen, in meinen Coachings aufzutauchen. Präsent, ohne Leistungsdruck, ohne Erwartungen an mich selber, als Underachiever, wenn man so will. Und ich bin in meinen Marketing-Videos aufgetaucht als Underachiever. Mein Mentor George Pransky hat was Schönes dazu gesagt, nämlich shoot the arrow where it lands, that's the target. Schieß den Pfeil, wo es landet, das ist das Ziel. Und ich habe irgendwie allmählich begonnen zu kapieren, dass diese Präsenz so wichtig ist. Nicht nur, weil wenn du einfach präsent bist, zu machen und das ganze Kopfkino ausgeschaltet hast, der Gedankenkarussell ist weg, das ist wesentlich entspannender als mit, sondern wenn du präsent bist in deinem Leben, in deinem Business, in jedem Augenblick, da passiert was ganz Magisches. Du bist plötzlich in dem Bewusstsein, dass du verbunden bist mit deiner inneren Wahrheit. Augenblick, wo du was zu sagen brauchst für deine Kunden, für deine Videos, was auch immer, es wird dir gegeben und du darfst es empfangen. Manchmal wird es empfangen sein in einer Art und Weise, das sehr artikuliert ist. Du wirst unglaublich gescheit dich anhören und es wird fließen, als würdest du von einem Buch lesen. Holprig empfangen, stolpern und hinfallen und wörtlich kaum was zusammenbringen. Und ob das artikuliert ist oder ob das holprig, spielt keine Rolle, weil hinter all dem ist Weisheit und vor dem ist Präsenz. Wo du präsent bist, tauchst du auf und du siehst dein Gegenüber. Du hörst mehr zu. Du kriegst mit, viel, viel, viel mehr mit von deiner Umgebung, von deinen Mitmenschen und was ihnen wichtig ist, was sie bewegt, wo sie gerade stehen. Und indem du das tun kannst, wirst du wieder deine Sinnesorgane anschalten können und fragen nach das Richtige zu sagen oder zu liefern in dem Moment in deinem Business. Und es wird für dich da sein, es wird offenbart, es wird ein fließender, einfacher Weg. Und so wirst du auch. Ich habe begonnen mit diesem Video über.
über letzte Woche zu sprechen, über diese 3-Tages-Retreat. Ich sag dir was, vor 2 Jahren, wenn du mir gesagt hättest, ich würde mit Gruppen arbeiten, egal in welche Größe, ich würde sagen zu dir, das geht bei mir nicht. Ich bin nicht gut in Gruppen. Ich gehe da raus am Ende von 1, 2, 3, egal wie vielen Tagen. Und ich als Introvertiert, ich kann das nicht. Oder ich bin zu nervös, vielleicht, um vor eine solche Gruppe aufzutreten, über mehrere Tage die durch etwas zu leiten. Es ist, weil ich nervös bin, gehe ich in Leistungsmodus, übervorbereite mich und bin wieder ausgelaugt, wenn ich da rausgehe. Und heute sage ich dir, kein Problem. Ob ich vor 160 Leute auftrete, wie vor kurzem beim InspiCon und dort eine Gruppe von 50 Leute im Garten leite oder ob ich 3 Tage mit 5 Leute zusammenarbeite, der Effekt ist der gleiche. Ich gehe die ganze Sache super entspannt entgegen, empfange, was mir die Weisheit jetzt sagen will und gebe das in dem Augenblick wieder und gestalte das Schritt für Schritt im Going, ohne ewige Vorbereitung, ohne ewiger, ich weiß nicht, übermäßiges Aufschreiben und Planen. Das ist alles nicht mehr notwendig. Das heißt, es gibt weniger zu tun in der Vorbereitung, es gibt weniger zu tun, während das Ganze geschieht und am Ende gehe ich wesentlich entspannter heraus. Jetzt kommt meine Information in deine Richtung, beziehungsweise meine Einladung zur Reflexion. Business in deiner Selbstständigkeit stehst du an hinsichtlich dieses Themas? Wo hast du ewige Diskussionen mit dir selber oder anderen, wo du meinst, du müsstest das reduzieren, diese Termine absagen, weniger Coachings? Ich höre ganz häufig von Leuten, ich kann nur 2 Coachings am Tag machen. Ja, verstehe ich. Früher, wo ich diesen Leistungsdruck mit mir hatte, konnte ich auch nur locker. Und es ist gar kein Problem, weil ich ganz anders auftauche. Oder in deinem Marketing, wo stehst du an? Wo hast du das Gefühl, das strengt mich an? Ich kann das nicht so oft machen. Und prüfe, ob das wirklich stimmt, ob das eine Wahrheit darstellt, dass im Außen was verändert werden muss. Das kann sein. Es gibt ab und zu Situationen, sehr selten übrigens, wo man wirklich im Außen was verändern muss, damit es im Innen sich besser anfühlt auf diese Baustelle. Aber meistens ist es die innere Haltung, fast zu 99,9%. Wenn du das schaffen könntest, diesen Switch zu machen von Leistungsrespekt zu Präsenzrespekt oder wie auch immer deine Sprache wäre, um ein Business zu erleben. Schreib mir bitte unbedingt, egal ob du das jetzt live gesehen hast oder ob du das im Nachtrag gesehen hast, was du gesehen hast für dich, ob du da einen riesen blinden Fleck hast und gar nicht damit identifizieren kannst, wie ich damals gefühlt habe, als Nicola mich da angesprochen hat, oder ob du mit dem verbinden kannst. Und im Kommentarbereich hier neben diesem Video, wo du mit welcher Haltung wo auftauchst und deswegen vermutest du, dass das anstrengend wird für dich. Ich würde unglaublich gerne deine Rückmeldung dazu hören und mit dir in Austausch gehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und grüße dich ganz herzlich aus Italien und gebe dir vielleicht noch einen letzten, was du sehen kannst. Und das Internet war gerade aus, weiter an der Arbeit. Bis nächstes Mal. Tschüss.